So, meine lieben Leute, hallihallo. Und zwar habe ich jetzt gelesen, und zwar, pass auf, wir brauchen nur eine Trophäe von den beiden. Wir brauchen alle, klar, aber im Koop müssen wir nur die hier machen. Die Choreografie, die 10 Zünkels im Koop-Modus. Die nicht tödlichen Takedowns kann ich auch solo machen. Das heißt, da wir schon sehr viele Zünkels haben und uns noch... Keine Ahnung, 4, 3, 2, 1, fehlen. Würde ich jetzt vorschlagen, wir machen die jetzt einfach zu Ende, kriegen die Trophäe und gehen danach wieder auf den Singleplayer und die restlichen Koop-Geschichten machen wir dann, wenn wir voll ausgelevelt sind und ein bisschen mehr Sachen drauf haben. Das wäre jetzt mein Vorschlag und dementsprechend machen wir das jetzt auch. Und hier, öffentliches Spiel und let's go. Und ich frage mich immer noch, wie ich diese zwei andere Sachen da bekomme. Vielleicht kriegen wir auch so einen kooperativen Typen. Das wäre super duper nice. Lach 27789 hat die Mission verlassen. So, GG. Ein falsches Wort und man weiß. Finde das Notizbuch und dann rettet ihn. Patons Notizbuch ist ein Hohes Hut des Templerordens. Ich bin alleine. Ihr müsst es besorgen, bevor es vernichtet wird. Der Vordereingang wird ziemlich gut bewacht. Das macht natürlich keinen Sinn. Gut, Mission beenden. Wir probieren es nochmal. Wieso auch immer man dann einfach wieder weggeht. Aber gut. I don't judge people. Komm, lass mich machen. Hallo. So. Oh, Spiel startet. Das Gesetz über die Ja, Verdächtigung hat eine Massenhysterie ausgelöst. Haben wir verstanden? Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Patons Notizbuch ist ein Schon wieder Hohes Hut alleine. des Templerordens. Hä? Ihr müsst es besorgen, bevor es vernichtet wird. Der Wieso bin ich denn jetzt Vordereingang wird alleine? ziemlich gut bewacht. Ist doch scheiße jetzt, oder was? Tun die joinen und wieder leaven? Oder wie funktioniert das gerade? Mann, ich will es halt einfach hinter mich haben. Schauen wir mal. Probieren wir es einfach mal, nicht? Als ob ich für die Mission keinen finde. Den Dieb rammen? Ne. Also wenn ich für die Mission niemanden mehr finde, dann weiß ich auch nicht. Es ist Freitagabend. Das ist die allererste Mission. Okay, also ich kann es noch nicht ausweiten aktuell. Probieren wir es mal mit Ausweiten. Ich mache auch gerne eine andere Mission, ist mir wurscht. Brauche nur Sync-Kills.
Okay, Spiel startet in Kürze. Gut, schauen wir mal. Budweiser, irgendwie bin ich beigetreten. Okay. Hi. I need some sinkers. Can you help me with them? Schauen wir mal, ob der was antwortet. Etwas geht hier vor sich. Keine Ahnung. Ich glaube ja, das wird wieder nichts, aber. Und da bin ich down. Das ist so eine Bullshit-Scheiße, ey, ganz ehrlich. Ich geh wieder raus. Der ist schon zu weit hinten, um hier die guten Sinkels zu machen. Das ist alles immer so kompliziert. Also echt, Ubisoft. Lass sowas. Nur ein gut gemeinter Rat. Das kann ja vielleicht gut funktioniert haben, wo das Spiel rausgekommen ist. Aber mittlerweile nicht mehr. Es läuft einfach nicht. Oh, Spiel startet in Kürze. Da ich das jetzt gestartet habe, müssen Leute mir joinen, meine ich, ne? Das Gesetz über die Verdächtigen hat eine Massenhysterie ausgelöst. Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Patons Notizbuch ist ein Hues Hu des Templerordens. Ihr müsst es besorgen. Wieso bin ich denn schon wieder alleine? Der Vordereingang wird ziemlich gut bewacht. Vielleicht solltet ihr nach Assassinenart heimlich eindringen. Ich warte mal, vielleicht joint er mir noch. Kann ja nicht sein, oder? Weißt du was? Dann machen wir halt die anderen. Die anderen 10, wenn ich schon hier drin bin. Vielleicht tritt mir ja einer bei. Sagen mal, diese Dinger hier macht in der Koop-Mission, dann funktioniert das auch. Wer will denn was von mir? Na komm, was ist denn jetzt schon wieder? Thank you.
Okay, solange die da hinten nichts merken, ist alles gut. Ach, scheiße, die haben's gemerkt. Fuck. Ich wollte dich von hinten takedownen. Autsch. Okay. Dann probieren wir es drin. Also bis jetzt haben wir nur einen getakedownt. Das ist Nummer 2. Kräftiges Schloss. Ihr werdet einen Schlüssel brauchen. Nummer 3. Ich bin immer noch in der Hoffnung, dass einfach einer nachjoint. Sei es drum, nicht die Mühe wert. Ja, genau. So, schauen wir mal, ob ich einen von denen krieg. Nummer 4. Nummer 5. Okay, und die anderen wollen nicht mehr. Gut, nicht so schlimm. Immerhin haben wir die Hälfte. Die anderen kriegen wir auch noch hin. Aua. Nein, 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 nein. Nicht mich töten. Hey, du Bastard. Nicht mich schießen hier. Ich hoffe mal, einer von denen hat Medizin dabei. Na komm schon. Ähnliche Munition. I need Medizin. Wolle, danke. Danke für nichts. Na gut, wir probieren es weiter. So, hier sind nämlich zwei Leute. Einer rechts, einer links. Komme ich an den dran, ohne dass der... Nein. Fuck. Okay. Weiß, dass es hier noch Leute gibt. Okay, aber der kam hier aus dem Raum gerade hingerannt. Das ist blöd. Okay, probieren es weiter. Wir brauchen noch 5 Takedowns. Nee, don't do this. Da war niemand. Genau, geh du wieder zurück. Perfekt, dann kann ich dich nämlich takedownen. Ach man, wieso ist denn das jetzt so schwer auf einmal? Alles ein bisschen blöd. Nummer 7. Gut, noch 3. Da steht Nummer 8.
Nummer 8. Alles schön und gut, aber... Nummer 9. Fuck. Okay, fast hätten wir Nummer 10 gehabt. War nur fast. Und da sind ja noch nicht alle Wachen. So, Ruhe hier. Okay, da ist der Haupttyp. Wird er es bemerken? Ist es ihm wurscht? Es gehört dem Aufseher. Sicher hat er den Schlüssel bei sich. Okay, schade. Aber einen brauche ich noch, den hole ich mir noch. Bevor ich wieder Spieler suche. Oh, einer ist beigetreten. Das ist natürlich noch besser. Okay, wo sind hier people? I need more people. Hab dich! Du musst der Letzte sein. Ja, gnädiger Mörder, da ist er doch. 10 nicht tödliche Takedowns. So. Hi, can you hear me? I need to do sync kills for a trophy. Can you help me? Yeah, I need to do sync kills. So kills at the same time, you and me, for a trophy. Oh yeah, yeah, same. Yeah? Okay, let's do this then. Nice. I'm gonna wait for you outside. I grab the book and come to you. Okay. Immerhin eine Sache weniger auf der To-Do-Liste. Das ist schon mal etwas. Und wenn man mit dem Typen jetzt noch Sync-Kills hinbekommt, dann ist es ganz toll. Das Notizbuch retten wir. Und jetzt wird's lustig. Jetzt retten wir Paton. Where? Wait for me. No. Ah, no. It's just one. We need two. Come with me. There are two people right there. On the corner of the street.
right there in front of me. If you can get around them and get the further one. Which one? The further one. So the one behind the first one. I'm bad in English, sorry. Oh, wait, I'll go on the other side. Okay. 3, 2, 1, go. Nice, it counted. And one more. I will do the mission guy one above there. Okay, let's get some people down there. You see the big one on the street? Or maybe the one in the house here? There are two. If you get the balcony one, I will try to get the other one. There's one in the building you're at, but that's wrong. Yeah, yeah. I go to the ground floor one, and you take the balcony one. Yeah. Okay, I am counting. 1, 2, three. Never mind. Wait. Is he going inside? Ah, damn it. I'll let you in. Join him on inside. It's easier. Okay, you count. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1. Nice one. Count it. Yep. And the next. So one is above here, and we need a second one. Let me get the mission one guy, and you take the one above me. Ah, fuck. I think somebody saw me. Ah. Never mind. We need other ones. Okay. Let me. I need to get away first. Okay, are you ready? Yep. Okay, 3, 2, 1, go. Nice, count it again. Okay, let me get the. Okay, we need to hurry. I will get the mission guy. Okay, let's go to the next area. There are plenty of chances there. Vor den Templern zu finden.
hear me anymore. Damn it. Huh? Do we get someone? Wait for me. Okay. Yeah, I think I can get them. Okay. 3, 2, 1, go. Scout it again. So it must be 4 times now, if I count correct. Maybe the guy's here on the right? Or do I have somebody else? Ah, that one. Okay, I see them. Okay. 3, 2, 1, go. Count it again. Nice one. So it have to be 5 now, I guess. 2. We need 10. But I have already got some the last missions I did, so I don't know how many I left. Maybe 1 or 2. If I have to guess. Do we can get the border? If you can hide us again. Okay, I take the left one, you got the right one. 3, 2, 1, go. Okay, I got my trophy. Nice. Do you need the trophy also, or? Yeah, I need actually 3 more. Okay. Then let's continue this, so you get it. Thank you for the help, mate. It's a really pain in the ass with this. With these co-op trophies. Did you already find all the chests? Oh, the chests? No. I just started the game. Sequence 4. It's just a time-consuming thing. But we will get there too. How long do you have to disguise? Ah, it's ready again. The two in the front? Okay, disguise us and then let's go. I take the right one. 1, 2, 3, go. Okay, nice. Okay. I got it? Yeah. Okay, nice. Then let's finish this mission and let's go. Do you need to revive me or something? I think there's a trophy you need to revive something. I got it already. Do you need it? No. I already did the takedown once, but you can do them solo, so you need don't need a co-op partner. The sync kills we already get, and the revive one. It's the pain in the ass. The rest of them you can do solo. Yeah, I think the only thing I need is finding all the chests. Okay, then let's fight our way down there and finish the mission. It may happen I will die because I don't have any potions left. But I will give my best. Just die already, man. Finally. Okay, let's go.
Okay. Nice. Thank you for the big help, Matt. Thank you. Appreciate it. Have a good night. Bye. Ah, endlich. Nice. Haben wir doch noch einen guten Typen gefunden, mit dem es geklappt hat. Gott sei Dank. Okay, damit sind wir mit den Koop-Sachen durch. Zumindest die, wo einen Koop-Partner erfordern. Das heißt, wir machen jetzt einfach ganz normal die Story weiter, würde ich sagen. Und kümmern uns einfach ganz zum Schluss um so Sachen wie Koop 100%. Ich will nur hier die zwei Türme hier einnehmen, weil die so schön beieinander sind. Ich will einfach eine offene Karte haben. Ich fuck das richtig ab, wenn ich keine Sicht habe. Und dann gehen wir zu dem Café Theatre und schauen uns an, was wir im Café Theatre machen können. Ich würde es ausbauen, damit wir so viel wie möglich Geld verdienen können. Weil ich denke mal, das werden wir noch alles brauchen. Gut. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit gehabt, dass wir jetzt da auf Englisch die ganze Zeit gelabert haben und ich jetzt wenig auf euch eingehen konnte. Aber so ist es halt mal bei Koop-Sachen. Jetzt frage ich mich aber eine andere Sache. Hier ist so eine blaue Kiste. Kann ich sie looten? Warte mal, lass mich kurz gucken, wo die ungefähr ist, dass ich die bei mir auch abhake. Warte mal, die ist... Boah. In der Mitte sind halt so viele Sachen eingezeichnet. Hier ist dieses Revier. Da ist er. Hab sie gefunden. So, ich hake die mal bei mir ab. Die Nomad-Chest und interagieren. Okay, das hat funktioniert. Und die Initiates-Chest muss ich mal ausprobieren, ob die geht. Aber ich denke mal, ich werde einfach fürs nächste Mal wieder Ubisoft verbinden. Und das dann mit quasi erledigt haben. Weil meine Sorge ist, dass die Initiates-Kisten nicht gehen werden, wenn du kein Ubisoft Connect hast. Aber das weiß ich eben nicht. Aber nichtsdestotrotz will ich wieder verbinden. Ich habe es ja nur deswegen getrennt, um das spielen zu können. Im Koop-Modus. Jetzt geh doch da hoch, Junge. Was ist dein Problem? Na hallo, komm. Junge? Boah. Jetzt fuck mich doch nicht ab. Okay, hier komme ich bestimmt hoch. Na, also geht doch. Die schöne römische Architektur hier auch noch zu sehen. Jetzt kommen wir drauf. So. Ja, sieht schon schön aus. Sage ich jedes Mal. Gut. Und jetzt möchte ich den hier nebendran haben. Der ist irgendwo da vorne. Okay. Was Falsches machen wir auf jeden Fall nicht mit den Flugpunkten, weil ein bisschen Schnellreise wird uns also irgendwie wieder helfen. Früher oder später. Den Boten töten, ohne entdeckt zu werden. Ja, habe ich ihn getötet, ohne entdeckt zu werden? Ich kann ihn doch gar nicht töten. Ach, keine Ahnung. Egal. Das war nicht das, was ich machen wollte generell. Geht da oben rauf. Kann ich hier hoch?
Und los. Na komm. Danke. Okay. Nee, aber es freut mich, dass wir jetzt die Koop-Pflicht-Trophäen gemacht haben. Das ist so für mich eine kleine Erleichterung. Weil den restlichen Scheiß, den kann ich auf jeden Fall solo machen. Das war jetzt nicht sonderlich schwer, dass ich das nicht hätte solo machen können, die Mission. Klar, es können natürlich welche sein, die dann am Ende schwieriger sind. Aber ich denke mal, das werden wir auch so hinbekommen. Wunderbar. Ja, hier ist irgendwie nicht renovierter Gesellschaftsclub. Keine Ahnung. Sagt uns natürlich noch nichts. Und wir haben hier eine Koop-Mission gefunden. Schwierigkeit 4. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, wir holen uns die Flugpunkte noch und den auch noch. Dann haben wir hier die Sequenzmission. Und dann die Punkte noch alle. Aber dann kann ich das gleiche auch hier unten machen, aber nee, komm, das machen wir ein andermal. Wir gehen jetzt, wie versprochen, zum Cafetheater. Ich will jetzt wissen, wie es da weitergeht, bevor ich irgendwas weitermache. Gut, und zwar, was ist denn das mit den 15 Metern da? Clubsaal, Assassinen-Silhouette. Ich brauche Hilfe. Interagieren Sie. Einer Ihrer Kontakte spielt gerade diese Mission. Hm. Okay. Komm zu uns, Bruder. Nee, geh mal weg. Ah, ich kann hier einen Club erstellen. Okay. Club-Wettstreit, nee, okay. Das ist alles, was ich hier nicht brauche, quasi. Club-Ziele, alles klar. Guti. Dann würde ich sagen, wir machen mal die erste Mission. Auto-Da-Fe. Die Heberatisten verbrennen seltene religiöse Manuskripte, von denen einige Assassinen-Geheimnisse enthalten. Sie müssen vor der Zerstörung gerettet werden. Bücherregale und Bücher wurden im Cafetheater hinzugefügt. Akzeptieren und nachverfolgen. Royalistische Fanatiker, genannt Lesac des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Der gute Lesac. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Alles klar. Das hört sich doch ganz gut an. Ich finde sowieso generell Bücherverbrennung und den ganzen Bullshit ist das Schlimmste überhaupt. Weil so viel Wissen, wie da verloren gegangen ist, sehr, sehr schade. Ah ja, by the way, das habe ich euch natürlich noch nicht erzählt, weil, ne, wann? Ich habe jetzt den neuerdings Sale ausgenutzt, den es gab, und ich habe die ganzen Season Pass geholt für Syndicate, für Origins, für Odyssey und für Valhalla. Oh. Okay. Und ich kann daneben jumpen? Bleib stehen, du Hund. Sie haben 3 von 5 Massenereignissen beendet. Okay. Genau. Das heißt, wir sind auf jeden Fall gewappnet mit den jeweiligen DLCs für die Zukunft. Da bin ich zumindest beruhigt, weil ich will ja, wie gesagt, alles mitmachen. Auch wenn es nicht in der Trophäe verlangt ist. So, 400 Meter noch. Ich habe auch keine Ahnung, was diese ganzen Zeitungen hier auf dem Bildschirm zu tun haben oder sonst was. Oder diese Schriftrollen da, das sind alles Sachen, die wir noch erkunden müssen.
Aber ich habe mir gesagt, ich will die Stadt erst später erkunden, sobald wir Schlossknacken Nummer 3 haben. Und vorher geht nichts. Weil ich will nicht dann tausendmal hin und her laufen müssen. Alter, wie weit ist denn der weg? 500 Meter scheint mir irgendwie weiter, als es sein sollte. Helixriss. Belle Epoque Training. Okay, das ist auch neu. Na gut. Wir sind ja gerade bei Café Theater am Start. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt muss ich da echt außen rumlaufen oder was? Gott. Jetzt wäre der Weg nicht schon weit genug. Aber so ein Händler auf der Straße ist auch interessant. Ups. So, Verbrecher getötet. Massenereignisse 4 von 5. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich alle 5 habe. Ja, ja, beachtet mich nicht. So, wo ist der Typ jetzt? Na komm, Typ. Na komm. Ah, ist eine Dame. Okay. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Ja. 3 Bücher. Ne, Manuskripte heißen die, okay. Okay, du gibst mal kurz Ruhe. Ich kämpf doch gar nicht. Manuskripte beschafft. Oh, ich brauche noch. Du auch. Ach, schade. Okay, dann tun wir die einfach mal kurz aufräumen. Ich wollte sowieso noch ein bisschen Übung haben im Kampf. Autsch. Aua. Junge. Don't do this. So. Beschaffen. Und beschaffen. Gut. Gebiet verlassen. Das tun wir. Los. Beenden Sie mehr Renovierungen im Café Theater, um weitere Missionen zu machen. Erinnerung abgeschlossen. Plus 1 und 500 Dinge haben wir und das war's. Okay. Coolio. Kann ich mich ja von hier wieder wegporten. Zum Café Theater. Okay, das heißt, wir können jetzt die Renovierungen machen. Also wir konnten ja vorher schon eine machen. Aber um jetzt weitere Missionen freizuschalten, müssen wir mehr renovieren. Also nee, fuck, jetzt habe ich was Falsches gedrückt. Kann ich das abbrechen? Nee. Kreis gedrückt halten ist die magische Sache. Okay. Ach Gott, wo war das denn? War das hier? Ich fragte mich, Monsieur, ob ich den Nachmittag frei nehmen könnte. Renovieren. Im Erdgeschoss renovieren. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Cool. Verschönerungen plus ein Café-Theater-Mission wurde freigeschaltet. Gut, für die Halle brauchen wir 250. Okay, wir könnten es eigentlich fast komplett renovieren. Wir haben 7000 Money. Machen wir die Halle. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Mhm.
Sehr gut. Bevor wir jetzt weitermachen mit der Renovierung. Ich würde gerne in den Garten spazieren mit einem Freund. Pass auf. In der Küche. Oh, hier geht ja richtig gut die Party ab mittlerweile. Wo ist denn die Küche? Ist das die Küche? Nee, das ist die Vorratskammer. Wo ist hier die Küche? Bist du die Küche? Wo geht's hier lang? Weiß man nicht. Ne, hier ist die geheime Rüstung. Weißt du was? Komm, ich nehme das Papier damit. Was auch immer du bist. Rüstkammer. Nostradamus-Rätsel. Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seine Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus drei Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Okay. Then we will do that. Cool. Thomas de Carleon. Nostradamus Rätsel. Ah, okay, das ist eine Mission. Okay. Das ist nichts zum Einsammeln. Okay, warte mal. Nee, das geht irgendwie in Untergrund technisch. Wo ist denn die verdammte Küche, Alter? Sein. Hier ist irgendeine Halle. Also ich denke mal nicht, dass die Küche oben sein wird. Das ist der Trainingsraum, das weiß ich. Da ist der Typ mit dem Ding dran. Oben ist Arnauds Zimmer. Apropos Arnauds Zimmer. Da gab es auch nochmal eine Trophäe. Weil mir die gerade spontan in den Kopf kommt. Man solle doch von Arnauds Zimmer auf dem Balkon stehen. Ist das Arnauds Zimmer oder ist das da unten Arnauds Zimmer? Wo ist denn Arnauds Zimmer? Nee, das ist der Trophy Room. Wo ist denn Arnauds Zimmer? Ich suche alles. Die Küche, Arnauds Zimmer. Ist das Arnauds Zimmer? Ja, das ist Arnauds Zimmer. Okay, auf den Balkon. Hier. Da, Raum mit Aussicht. Den Ausblick auf Paris von Arnauds Balkon genießen. Wunderbärchen. Gut, das wollte ich haben. Bin ich gerade richtig mit dem Count bei 11? Ja, okay. Alles bestens. Okay. Guten Morgen. Trainingsraum. Die wichtigen Räume werden ja beschriftet. Wo ist die fucking Küche, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Küche und irgendwie Haupthalle oder so? Irgendwo wurde ja noch ein Zimmer gefunden. Ich will das jetzt wissen. Du bist das geheime Zimmer, oder? Nee. Interagieren. Doch. Bericht zur Rekrutierung von Mademoiselle Lamalpin.
Dieser Brief ist in einer starkflüssigen Handschrift in einem kalligraphischen Stil geschrieben, der gegen Ende des letzten Jahrhunderts beliebt war. Ist das viel? Ja, es ist viel. Okay. Nee, das lese ich nicht alles durch. Okay, ich habe irgendeinen Brief gefunden. Ich meine, das war das. Ich würde gerne die Sequenz nochmal anschauen, aber... Kann ich mir vielleicht die Sequenz nochmal anschauen? Nö. Okay. Na, wo ist die fucking Küche? Kann ich mir die Raumanteilung anschauen? Auch nicht. Hm. Guten Morgen, mein Herr. Du schaust nach Küche aus. Da ist der Raum. Okay, und hier ist auch nur so ein Tagebuch von Thomas T. irgendwas. Okay, das ist nicht sonderlich groß. Das können wir uns mal anschauen. Es ist vollbracht. Alles ist vorbereitet und es gibt nichts weiter zu tun, als auf den Morgen zu warten. Mentor keine Ahnung. Guillaume de Nogaret hat den König gefügig gemacht und seit Benedikt in Perugia starb, steht auch Rom auf unserer Seite. Und doch ist mein Herz erfüllt von plötzlichen Bedenken. Dante und Domenico versicherten mir, dass dies ein großer Sieg wäre und dass wir sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen würden. Doch ich zweifle. Wenn wir die öffentliche Fassade der Templer zerstören, treiben wir sie damit nicht nur in den Schatten. Vor 50 Jahren dachten die Templer schließlich ebenfalls, sie hätten uns vernichtet. Aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verschwinden, hat sich als unsere größte Stärke in diesem endlosen Krieg erwiesen. Und nun wollen wir unseren Feinden denselben Vorteil verschaffen? Das ist ein interessanter Gedanke. In der Tat. Okay, aber dann nehme ich tatsächlich an, dass der eine Ding das andere war. Okay, kann ich die Fassade renovieren für 1000? Das machen wir. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Sehr gut. Das unscheinbare Loch. Und wieder eine neue Café-Theater-Mission. Okay. Jetzt gehen wir aber erstmal in den Brunnen. Es geht euch gut. Wo war denn der? Das war jetzt nicht spezifiziert. Irgendwo auf der Straße. Das Geld und zwar sofort. So, 5 und 5. Was passiert jetzt? Sie haben einen Satz Massenangriffsmänner, Sie erhalten 500 Livre. Na gut. Und eine Jubelaktion wurde beendet. Sehr schön. Die mir nichts bringt, weil ich gerade Jubel nicht connected habe. Gut, wo ist der fucking Brunnen? Da ist der Brunnen. Na komm. Junge. Es geht doch da runter, Krutze, fix. Also. Okay, das sieht spannend aus. Brustkammer. Naja. Habe ich damit nicht eigentlich einen Fehler gemacht und einen extra Eingang für die Feinde gemacht? Naja, muss ich nicht verstehen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns nochmal ein Update leisten können. Arbeitszimmer des Initianten. So, Renovierung 3 von 5, Andenken 15 von 84, Café-Theater Mission 1 von 5 und eigene Gesellschaftsclubs 0 von 7. Wir haben ein aktuelles Einkommen von 95 Livre und können 380 uns einlagern lassen. 5000 kostet Spaß, aber dann verließen sie ihn, den letzten kann ich nicht mehr machen, der gibt mir aber auch nichts Neues. Außer Verschönerung. Etwas auf dem Dachboden gefunden. Vielleicht geht ihr nach oben und seht es euch an. Ja, das tue ich. Und eine Café-Theater-Mission. Okay. Gut,
Ich muss nur kurz bei mir hier die Updates abhaken. So, bleibt nur noch eins. Das für 15.000. Und jetzt gehen wir mal kurz checken, was oben auf dem Dachboden ist. Irgendwo hier war doch so ein Weg nach oben. Das ist Arnauds Zimmer. Da kommen wir auf den Dachboden. Dahinter war das, ne? Ja, hier. Naja, hier ist auch noch so ein Ding. Herodé et Mariame kann nicht überzeugen. Ah, ist wieder ein Riesentext. Riesentexte lese ich nicht mehr durch. Das ist mir too much. Gut, dann würde ich noch sagen, machen wir doch mal so eine Cafeteatre-Mission. Ich glaube, die bringen da auch noch ein bisschen mehr Einkommen rein. Und es gibt eine Trophäe, wo ich mir eine komplette Show anschauen muss. Experimente, über die der Mercure de Okay, wir lassen ihn mal labern. Trink schnell einen Schluck. Speisesaal der Sorbonne-Forschung. Gelehrte wie Amateure und alle an den Wissenschaften Interessierte sind herzlich eingeladen. Befehlshaber Lafayette musste einen Tumult am Gefängnis von Versailles verhindern. Es wäre wohl fast wie an der Bastille gekommen, wenn er nicht eingegriffen hätte. Bürger sollten das Gebiet lieber meiden, da es hier und da noch Unruhe zu geben. Hört sich aber eher nach Neuigkeiten an. Übungen der königlichen Garde in den Tuilerien teilnahm. Euer Ansinnen mag edel gewesen sein, doch Lafayette und seine Nationalgardisten möchten euch bitten, derlei Unternehmungen ihnen zu überlassen. Okay, das war's, oder? Okay, vielleicht muss ich am Abend hier hin, um eine Show anzuschauen. Das war ja irgendwie nur die Tagesschau. Bonjour, Monsieur. Mir sind Bücher in der Bibliothek lieber als auf dem Scheiterhaufen. Gut. Ein Assassinenkontakt berichtet, dass die Information Colette womöglich enttarnt wurde. Arno muss herausfinden, ob das der Fall ist. Falls sie tatsächlich in Gefahr ist, muss er sie in Sicherheit bringen. Neue Terrasse im Café Theater verfügbar, das machen wir doch. Unsere Informanten könnte aufgeflogen sein. Sie gibt sich als Küchenmarkt an der Porte Saint-Denis aus. Verfolgt die Gastwirte, findet heraus, ob sie verdächtigen und holt sie raus, falls sie in Gefahr ist. Da tun wir. Den Wirt finden. Okay, wo muss ich überhaupt hin? Ach, gut. Dahinter. Na, schon gut, dass ich die Schnellreise bis dahin freigeschaltet habe. Hat sich schon mal gelohnt. Gut. Die kommen wieder ein bisschen hin. Tue, sie haben zusätzliches Einkommen. Okay, nice. 95 Livre, wieder am Start. Ist es nicht viel, aber es ist ein Anfang. Kann man bestimmt ausbauen, dass es übelst viel abwirft. Okay, irgendwo hier. Okay, wo ist der Wirt? Show me, tell me. Da. Den Wirt finden. Verstecken. Okay. Ja, ich bin quasi unsichtbar und bin ganz unauffällig da drin. Was gibt es so Wichtiges, Soma? Dieser verfluchte Küchenmarkt. Claude sah, wie sie einen Zettel unter einem losen Stein versteckt. Ich wusste nicht mal, dass die Schlampe lesen kann. Na und? Sie schreibt sicher bloß ihren Freunden aus der Gosse. Dachte ich auch zuerst.
Doch dann habe ich die Nachricht gelesen. Sie wusste von Renner. Sie kannte Einzelheiten unseres Plans. Sie ist eine Spion. Ha! Was hat man nun davon, dass man Kriegsweisen aufnimmt? Was sollen wir tun? Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Okay. Gut, der Typ hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Oh, ich dachte, ich kann ihn ermeucheln, aber dann ist so auch in Ordnung. Gavroche töten habe ich gemacht und jetzt muss ich die Alte da rausholen. Die irgendwie an einem anderen ganz Ende der Welt ist. Gefühlt. Hallo. Ich komme nur zu Besuch. Nicht mich töten, ja? Ich töte euch. Hallo. Ja, guten Abend, der Herr. Chuck, und weg. Hallo. Madame Goose schickt mich. Ihr wurdet enttarnt und müsst von hier verschwinden. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt muss ich aus dem Gebiet fliehen. Okay. Quasi gesagt, getan. Nö. Alles gut. Und hier ist direkt der Flugpunkt. Das ist ja... Jetzt wäre das gewollt. Nice, eine neue Terrasse. Keine Ahnung, irgendwie so, dass ich da hochkomme, wo ich hin will. Noch höher? Okay, welche Stufe ist das? Stufe 3, vergiss es. Naja, doch, ich muss hoch. Okay, alles gut. Na komm, spring. Sehr schön. Und, wo sind wir jetzt gerade? Ah ja, okay. Das zurechtfinden in diesen Maps ist so schwer. Das einfach so voll gedingst ist mit Zeug. So, hier. Ein einzelner kaputter Turm. Schnellreiseziel. Und ich habe wieder ein bisschen Map. Boah, das freut mich. Das ist irgendwie echt beruhigend, wenn ich eine Map habe, die ich sehen kann. Ach Gott. Ich glaube, wir müssen mal im nächsten Stream mal erkunden gehen und alle Flugpunkte holen. Okay. So, wir machen einfach mal hier direkt weiter. Wir machen noch eine. Ich frage mich auch noch, wie das ist mit dem... Da hört einer was auf. Was ich sagen wollte, ist, ich frage mich, wie das ist mit den Gesellschaftsclubs oder wie das heißt. Weil bis jetzt gab es ja kein Tutorial dazu, gar nichts. Okay, also die labern da irgendeinen Bullshit. Ich hoffe, es zählt. Et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang. Et bientôt, malgré nous, okay, sehr spannend. Ich hoffe, der hört auch wieder auf. Und selbst Arno hat keinen Bock. Contre nous, de pied ferme, ils tirent leurs alfanges. De notre sang, où leur font d'horribles mélanges. Et la terre, et le fleuve, et la flotte, et le port. Wenn man wenigstens verstehen würde, was er labert.
Sehr gut, wunderbar. Verpiss dich. Gib mir einfach die Trophäe, ja? Okay, oder auch nicht. Vielleicht war es nicht die komplette Show. Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal genauer durchlesen. So, jetzt machen wir aber erstmal hier. Sie ist wirklich unermüdlich. Also, Rosie Bertie, eine Mitarbeiterin von Madame Goose, ist in Gefahr. Anna muss sie finden und in Sicherheit bringen. Die Schauspieler auf der Bühne des Café Theatre haben neue Kostüme. Sehr schön. Dafür gibt es 1400 Livre und wieder irgendwie ein Plus-Dingens. Ja. Die Schneiderin der Königin Rose Bertin fertigt nun Kostüme für das Theater an. Mhm. Doch ihre Vergangenheit am Hofe hat ihr die Missgunst einiger Radikaler eingebracht. Lesac, diese Portre haben ihre Werkstatt verwüstet. Rose ist unauffindbar. Geht zu Marais und seht, was ihr herausfinden könnt. Ich mache mir Sorgen um sie. Okay, wo muss ich hin? Ja, da haben wir den Salat, Leute. Genau zwischen zwei, wo ich nicht hinkomme. Okay, pass auf. Wir nehmen den als nächstes und teleportieren uns hier hin. Wenn ich das markiert bekomme. Also. Da haben wir nämlich den Salat. Gut, und runter da. Ich sag mal so, diese öffentlichen Events sind zwar alle nicht gemeint, aber für 500 Livre reiße ich mir da kein Bein aus. Ja, okay. Dann nicht. Dann gehe ich außen rum. Komme ich genau auf denselben Punkt hin? Keine Ahnung. I don't care. Love it. Was geht hier ab? Alter, wie viele Leute das sind. Das ist schon krass. Auf den komischen Turm da vorne. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Irgendwas war mit einer Alarmglocke, glaube ich, noch. Irgendwas mit 5 Alarmglocken. Muss ich 5 Alarmglocken deaktivieren? Irgendwie sowas. Wenn ich es gerade hier gelesen habe. Ja, lass mich in Ruhe. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln! Ja, sehr gut. Vielleicht deswegen? Na komm, spring. Sehr gut, mal nochmal springen, mal hopp und hopp und hopp. Und nochmal und hopp. Als ob das jetzt nicht geht. Das Typische. Bei einem. Der einen Seite ist es natürlich noch offen. So, hier. Synken. It's sync time. Und erledigt. Wunderbar. Und dann... Ach, der ist da ganz oben, scheiße. Okay, macht aber nichts. Den holen wir ab und dann gehen wir zu der Mission. Wenn wir schon hier nebendran stehen, wäre es dumm, wenn ich den anderen nicht mitholen würde. Genau. Und dann schauen wir weiter. Also morgen auf jeden Fall dann wieder Story und wenn wir vorangehen, ich werde keinen Koop mehr spielen. Erstmal, wie gesagt, die Koop-pflichtigen Missionen, Trophäen haben wir erledigt. Und der Rest ist solo schaffbar und da warte ich, bis wir einfach voll ausgerüstet sind oder so viel Ausrüstung haben, wie es geht. Okay, wie komme ich am besten dahin? Da
Das ist natürlich minimal ungünstig. Das hätte ich damals bei der Mission mitnehmen sollen. Aber ich denke mal, da werde ich auch so irgendwie hinkommen. Muss nur wissen, wo ich da am besten hinklettern kann. Ich glaube, das ist ein Weg to go. Hier hoch und dann über die Dinger hier. Und dann über die Gitter vielleicht. Ah, perfekt. Und jetzt darüber. Hoch und Sprung. Und jetzt hier hin. Guten Tag, der Herr. Don't mind me here. Oh, shit. Nope. Ah, stimmt, die komplette Gefängnisding ist jetzt zerstört worden. Stimmt. Ich erinnere mich. Deswegen ist hier eigentlich auch kein Gebiet mehr, wo zu ist. So. Das wollte ich haben. Und synken. It's sync time. Frag mich, ob bis heute dieses Gefängnis noch steht in Frankreich, in Paris. Wahrscheinlich nicht. Wissen tue ich es auch nicht. So, und rein da. Wunderbar. Guten Tag, Jan. Gut, dann suchen wir nach der Rosé. Bertin. Den Verbrecher töten, der interessiert mich nicht. Ist es wert, dafür zu sterben? Und da ist auch eine Glocke. Okay. Bist du böse auf mich? Wahrscheinlich ja. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Ja, das habe ich verstanden. Das macht nichts. Die sind mir egal. So. Nicht das eleganteste, aber solange es hilft und effektiv ist. Wird nichts geläutet hier. Nein. Nein, sei nicht frech, ja? Aua. Du mit deinem scheiß Speer. So, Feierabend. Sabotieren. Kaching. Alarmglocke ausgeschaltet. So, Kollege. Feierabend. Madame Bertin, vermute ich. Oh, ihr müsst der Freund von Charlotte sein. Ich kam, um meine Arbeit von diesen Halunken zu bergen, aber... Schon gut. Bringt euch in Sicherheit. Ich kümmere mich darum. Merci. Okay, wir haben Sachen, die wir hier looten müssen, so wie es aussieht. Stufe 2 kriege ich nicht hin. Kostüme beschaffen. Okay. Oh, la. Okay. Hier drin? Nee, scheinbar nicht. Ah. Sperrgebiet betreten. Ja, ist ja gut. So. Na komm. Verrecke. Sehr nice.
Die sind gar nicht mal so easy. Stufe 3 Gegner. Die halten was aus. Okay, wo muss ich Zeug holen? Wo ist das Zeug? Da hinten ist das Zeug. Okay. Beschaffen. Na komm. Beschaffen. Gut, einer von drei und weiter. Gut, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Türchen Nummer 2. Im wahrsten Sinne. Hey, wie kann der mich sehen? Der kann mich gar nicht sehen. Der ist tot. Nicht, habe ich mich vorbeigeschlichen, aber gut. Oh, den habe ich noch gekontert. Eieieiei. Den habe ich nicht erwartet, dass ich den konnte. Aua. So, du bist down. Also, die sind zwar Stufe 4 und so, aber mehr können tun die nicht. Außer der Typ, der mich gerade geheadshottet hat. Das war natürlich perfektes Timing. Erstmal die Typen ranten und schon ist man tot. Oh Gott, aber immerhin ist der eine schon beschafft. Also alles bestens. Guten Tag, der Herr. Schade. Ich hab gehofft, dass ich mich an den noch anschleichen kann. Ich will mal keine Rauchbomben benutzen. Ich will mal so klarkommen. Ich meine, ich bin ja vorhin auch klargekommen. Nur mich hat einer erschossen. Eigentlich benutze ich nie mein Schießen, ne? Wo ist der? Da oben. Hm. Okay, also entweder bin ich scheiße im Schießen. Ich habe noch nie geschossen. Oder die Armbrust ist nicht so nice. Ich nehme mal die Pistole. Eine Klinge in der Menge. Attentat auf 100 Gegner vor ihm. Nice. I take that. Komm her, ich schneide dich. Ruhig, Brauner, ruhig. Immer schön ruhig bleiben. Und wir haben 440 daheim. Sehr gut. Vielleicht muss ich den da oben auch gar nicht beschäftigen. Die merken doch eh nicht, dass ich da bin. Oh mon dieu! Mon dieu, mon ami! Vive la France! Le grande coq! Ja, meine Medizin fordert es niedrig. I know. Ich würde aber den Typen. Ah, jetzt ist er markiert, guck. Okay, das war nix. Als ob der immer noch nicht trifft. Doch, ich treffe, aber ich schieß. Ich schieß ihn nicht tot. Okay, gut. Wir haben es mal ausprobiert.
Und beschafft. Gut, eins fehlt noch. Und das holen wir uns jetzt. Ein Dieb. Okay, wo sind die Gegner? Da ist einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Okay. I see where we are. Yeah. Okay, du bist mal tot. Na, hab quasi nichts gesehen. Wer was sehen will, soll herkommen. Nein, ein Stufe 3 Kerl. Meisterhafte, perfekte Paralion. So würde ich sowas würde ich immer lesen. So, down. Und du bist der Nächste. Nice vom Tisch aus. Ich muss schon sagen, also das Campen, die Choreografien und sowas ist richtig gut gemacht. Zum Teufel soll ich das alles zum Theater schaffen? Mit einem Packesel. Gebiet verlassen. Ja, da bin ich gerade dabei. Und raus. Aus dem Gebiet geflogen. Erinnerung abgeschlossen. 1400 Livre und die Schauspieler auf der Bühne haben neue Kostüme. Wundergeil. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir porten uns zurück und machen dann für heute Feierabend. Und morgen machen wir dann hier die drei Flugpunkte noch klar. Ob ich nach da unten noch morgen gehe, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Und wir machen auf jeden Fall Cafeteatre weiter. Und ich hole mir jetzt schon das Geld ab, weil 400 irgendwas haben wir jetzt gesammelt. Ich weiß nicht, ob es eine Trophäe gibt für komplett Aufrüsten vom Cafeteatre. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Der tut wieder Nachrichten vorlesen. Ich glaube tatsächlich, dass es am Abend ist. Und dadurch, dass ich mich jetzt geportet habe, ist wieder Tag geworden. Null. Bis 3000 irgendwas. Okay, krass. Also die Mission zu machen, bringt auf jeden Fall den Truheninhalt hoch. Ah, Celestine, da bist du ja. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Sicherlich, Monsieur. Bitte folge Monsieur Grisier. Ja, schau mal so. Das Haus verlässt. Aktuelles Sie Einkommen 845. Und 3380 Monsieur, kann ich haben. Der Mann ist ein Rätsel. Und es missfällt mir, wenn man in meinem Haus Geheimnisse vor mir hat. Kannst du das für mich tun? Natürlich, Monsieur. Mach weiter. Interessant, dass hier so eine kleine Story mit der Tante da erzählt wird. Gut, das habe ich. Und da brauchen wir 15.000. Und wir sind bei 3.800. Okay, stimmt. Was ich noch machen wollte, und zwar Charakteranpassung, Fähigkeiten. Gesundheit kann ich mir nichts leisten wahrscheinlich. Sequenz 5. Schleichen. Auch Sequenz 5 und Sequenz 9. Verkleiden könnte ich mir theoretisch anmachen, okay. Doppelattentat könnte ich machen. Genau, ich glaube, das ist das Sinnvollste. So, Doppelattentat. Es stört mich doch, dass ich das nicht haben kann. Genau, der Rest ist eher so... So, lala. Und bei der Ausstattung, wir haben ja neue Sachen bekommen. Das sind alles noch Sachen, die mir nichts bringen. Und die habe ich nicht, ne? Wobei, die bringt leicht Gesundheit mehr. Aber das hat eine bessere Reichweite vom Adlerauge. Ne, dann lasse ich den Adlerauge drin. Entdeckungsdauer im Sperrgebiet, Gesundheit 1, verbessert 3. Das verbessert Schleichen. Aber sieht scheiße aus. Ne, lass mal das an, was wir haben. Das ist Uplay.
Nee, ich würde sagen, wir lassen das so, wie es ist. Das passt, das wollte ich noch machen. Training freigeschaltet. Komm, machen wir das Training jetzt noch schnell, bevor wir das morgen machen müssen. Sonst irgendwelche Trainings? Nein. Okay, dann Doppelattentat. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne abschalten. Wer keinen Bock hat, das Training noch zu sehen. Aber ich will es nicht morgen einbauen. Deswegen mache ich es jetzt. Sehr schön. Du hast wirklich Talent. Ich weiß. Doppelattentat. Für einen Doppel, beide Wachen müssen rot hervorgehoben sein. Ja. So, erledigt. Also, Moment. Meist verstecken. Warten Sie, bis die Wachen näher beieinander sind. Ja, aber der geht gerade in die falsche Richtung. Ist der jetzt verwirrt oder so? Oh, nein, bitte nicht. Ah, jetzt hat er sich wieder gefangen. Sehr gut. Und tschüss. Bietet viele Möglichkeiten. Ja, das bietet wirklich in der Tat viele Möglichkeiten. Scheiße. Das war nix. Da ist er genau in dem Moment weggeschlichen. Eigentlich fällt mir gerade so ein, die 58 Trophäen stimmt ja eigentlich an sich auch nicht. Und die zählen ja die Deadly Kings Dinger damit dabei, bis zur Platin. Aber ich glaube, die Deadly Kings zählen nicht in die Platin rein. Muss ich nochmal gucken. Okay, wieso verkacke ich jetzt gerade den einfachsten der einfachsten Sachen? Beide müssen rot sein. Wieso? Der war doch rot. Mein Gott, Alter. So, probieren wir es nochmal. Jetzt aber. Mein Gott. Sehr schön. Jetzt ist aber Training beendet. Perfekt. Wunderbar. Gut, Leute. Damit verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Und dann geht's mit der Story weiter. Beziehungsweise erst mit Café Theatre und dann mit der Story. Also, bis dahin, ciao.